An alle verbündeten Einheiten. Wir sind nicht mehr in der Defensive. Ich wiederhole, sammeln und angreifen. Hier ist ODA Foxtrot. Die Russen brechen den Angriff ab. Wir schlagen sie in die Flucht. Hinter dem Mantel des Krieges gab es immer noch Russen, die Makarows Wahnsinn ablehnten. Männer, die bereit waren, sich der Flut zu stellen. Price, wir haben Lebenszeichen, aber sie sind schwach. Soap schafft es nicht ohne Versorgung. Er ist ein harter Hund, er packt das schon. Wir erfassen anrückende Signale. Wir bekommen Besuch. Es ist Makarow, er will es hier beenden. Wer ist unser bester Mann? Yuri, Ex-Besnas. Der Einzige, den ich kenne, der Makarow noch mehr hasst als Sie. Holen Sie ihn. Sie benutzen die Kammlinie als Deckung und fliegen von Süden aus an. Woher wissen Sie das? Das würde ich tun. Meine Fresse, was geht hier ab? Philipp, mach dir unten mehr keine Sorgen mehr. Du warst immer der Mann, sag! Juri, geh auf den Balkon in Stellung! Wir müssen dem Arzt Zeit verschaffen! Okay, nichts leichter als das. So Leute, und herzlich willkommen zurück bei Call of Duty Modern Warfare 3. Jetzt wird's hier gleich richtig losgehen. Die Action. Ja, das kriegen wir schon hin hier. Keine Hektik hier. Noch mehr? Du bleibst da schön da drüben, ja? So. Ich glaube, da kommen gleich noch mehr. Ja. Hier, komm. Einmal hin. Was? Ehrlich? Ach du Scheiße. Wir brauchen deine Hilfe. Oh, bloß nicht, sag nicht ich hier. Gib ihm die Spritze. Ja, Soap, das wird schon wieder. Sie sind auf dem Dach. Wir müssen Soap zum Heli bringen. Juri, du bleibst bei mir. Juri. Jo, bleib ich. Mach den Weg frei. Komm schon. Komm, komm, komm. Weiter geht's los. Wir müssen hier loslegen. Ja. Sorry, Buddy. Ist da oben jemand oder was? Komm ich da hoch? Was? Ehrlich? Schon wieder? Irgendjemand? Super, Gegner sind down und dann passt das. Weiter geht's. Okay, Granaten, alles voll. Los, Price. Aber nicht die drei Pappnasen hier. Oder vier. Schießen einfach hier auf Zivilisten hier. Das macht sie nie wieder hier. Leute, das ist einfach zu viel hier. So, down. Hier kommt, weiter geht's. Ich sehe ihn auch nicht.
Ah, da. Lass mich vorbei. Wo die immer alle stecken hier. Ah, da. Idioten. Ich habe keine Splittergranaten mehr. Ach du Scheiße. Alter, die schießen aus allen Löchern hier. Kriegst du das auch mal da unten hin? Ich hoffe, jetzt sind sie mal endlich mal alle down hier. Alter, wir schießen hier noch auf der rechten Seite. Ach, scheiß was drauf, weiter geht's. Machen wir die anders kalt. Die wissen gleich sofort, wo man immer steckt hier. So, ist hier noch jemand? Die Drohne kommt zurück. Ja, ich werde hier beschossen. So, der ist auch down. Komm, weiter geht's. Die Waffen sind im Gebäude direkt geradeaus. Braucht Granaten oder so. Es sind zu viele zwischen uns und dem Hubschrauber. Nikolai, wir brauchen sofort die Fahrzeugdrohne. Gleich ist es geschafft. Durch das Gebäude. Juri, hier lang. Wo lang? Komm. Juri, hier rüber. Juri ist da. Kann man hier hoch? Nee. Jetzt ist im Moment noch alles ruhig. Los. Los, rein! Die Fahrzeugdrohne ist in einer Kiste direkt unter Ihnen. Wo? Unter uns, ne? Sie. Ah. Ich dachte, das kann man mitnehmen. Aber hier. 2 cm dicke Panzerung. Minigun und Granatwerfer. Die Steuerung ist auf Russisch. Dein Job, Juri. Die Fahrzeugdrohne zu benutzen. Oh, komm. Los. Jetzt wird's lustig. Halten Sie LT zum Zoom, feuern Sie mit RB Granaten. Wie kann ich? Ah, okay.
Ich glaube, die Maschine kann aber auch kaputt gehen, oder? Ja, Big Daddy ist daheim. Du hängst da fest, habe ich. Da bin ich dabei. Keine Chance, Alter. Och komm, was willst du denn, Digga, hä? Idiot. Ah, wunderbar. Würde ich gleich machen. Du musst mal stehen bleiben, ja? Warum meine Munition für diese Helis hier verschwenden? Ups. Ja, mit so einer dicken Mummel funktioniert das alles bestens. Oh ja. Da kommt noch ein Heli, habe ich gerade gesehen. Oh, 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 oh. Heck. Okay, runter kommen sie alle. Da haben sie recht. Ach, beschützen. Ich muss meinen Heli beschützen. Wir sind beim Heli. Wir laden Soap jetzt ein. Er sieht nicht gut aus. Drohne im Anflug! Muss ich jetzt hinterherlaufen? Sackgesicht, hast meine Drohne kaputt gemacht. Hand zum Heli, los! Jo, nichts leichter als das. Los, los! Brauch ein paar Granaten oder so. Ja, ich weiß. Was ist denn hier? Jo, ich lauf schon. Lauf, lauf, lauf. Das kennen wir doch. Ich hänge hier schon wieder fest hier. Geht ja mal gar nicht. Los. Juri, lauf um dein Leben hier. Zur Scheiße. Rutschen, um zu kontrollieren. Och du Scheiße. Schön ins Wasser, komm. Gerade noch so überlebt. Hallo, magst du auch mal aufstehen? Da ist er! Da ist Juri! Gut, wir brauchen ihn. Wir schnappen uns Makarov. Wer zum Teufel ist denn Juri? Tja, kannst mal sehen. Es heißt, im Krieg sei die Wahrheit immer das erste Opfer. Aber wer definiert, was wahr ist? An Bord der Maschine sind Präsident Warschewski und seine Tochter. Er fliegt nach Hamburg, um mit NATO-Delegierten einen Friedensvertrag zu unterzeichnen.
Wahrheit ist eine Frage der Perspektive. Doch viele Russen geben immer noch Amerika die Schuld für das Flughafenmassaker. Es ist die Pflicht jedes Soldaten, die Unschuldigen zu beschützen, auch wenn das bedeutet, die Lüge von Gut und Böse aufrechtzuerhalten. Dass Krieg nicht einfach nur natürliche Selektion in großem Maßstab ist. Doch wie es aussieht, könnte endlich wieder Frieden auf der Welt herrschen. Die einzige Wahrheit ist, dass wir in einem riesigen Pulverfass leben. Es braucht nur jemanden, der das Streichholz entzündet. Moskau, hier Kommandopunkt, unterwegs nach Hamburg, Himmel ist frei. Alle Teams Bericht. Team 1, das Präsidentenbüro ist gesichert. Team 2, unteres Deck ist sicher. Turbulenzen. Team 3, die Bukamine ist gesichert. Wir landen in 2 Stunden in Hamburg. Team 1 beim Präsidenten bis zur Landung. So, dann würde ich mal sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge hier wieder. Schön im Flugzeug bei dem Präsidenten. Mal gucken, was hier noch so passiert und was wir hier machen müssen. Also, dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.